Aber das Geile ist, die wissen es nicht. Die denken, wir machen nur einen Dachhimmel. Aber nein, wir machen auch nicht Dachhimmel. Da kommt nur noch was. Das ist ein ganz neuer Stoff von Individualize. Ich zeige euch noch, was da jetzt anders ist zu den anderen. Habe ich alles da? Das wird nochmal schwarz lackiert. Oh mein Gott, wir haben so viel zu tun. Wann darf ich kleben? Willst du kleben? Ja. Ich vertraue dir zwar, aber ich fühle mich übel Sorgen, Alter. Ich vertraue dir aber. Hosch Geld ist bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben hier einmal den Michel. André ist da. Gemoli. Und dann haben wir den Chris. Es geht um den AMG. Ja, den habe ich auch noch. Der wurde verkauft. Hier schöne Grüße an Herrn Terkau. Der kriegt den bald. Guckt euch mal den an. Dachhimmel ist ein bisschen kaputt. Und hab mir gedacht, ich mache ihn eine Freude. Und wir bauen heute einen Dachhimmel ein. Plus ein Feature. Was ich noch nicht verrate, aber ihr natürlich im Titel schon wisst. Aber das Geile ist, die wissen es nicht. Die denken, wir machen nur ein Dachhimmel. Aber nein, wir machen noch nicht Dachhimmel. Da kommt doch noch was. André, weißt du, was wir heute machen? Nein. Nur Dachhimmel weißt du? Ja, ich weiß Dachhimmel, ja. Darf ich es jetzt sagen? Ja. Wir bauen einen Sternhimmel in den ML. Er hat auch noch die größte Version geholt. Wie viele sind die? Ist die größte Version? Ich glaube 560. Nein! 560? Und Löcher? 560 Löcher müssen wir in diesen Dachhimmel machen. Alles klar. Ich bekomme Anruf. Schalt, ja. Das ist ein ganz neuer Stoff von Individualize. Ich zeige euch noch, was da jetzt anders ist zu den anderen. Er weiß noch nicht, was auf ihn erwartet, aber er weiß das schon. Er ist abgehärtet. Ich habe Videos gesehen darüber. Ja, genau. Aber der weiß das noch nicht. Immerhin, wir haben keinen Zeitdruck. Damals gab es das. Genau. Wir haben die ganze Woche Zeit. Wie findest du die Felgen? Sehen gut aus. Sind Sommerreifen drauf. Apropos Sommerreifen. Dieses Video wird von Kummo gesponsert und Kummo haut natürlich eine Aktion wieder raus. Für den Frühling, für den Sommer. Wenn ihr da draußen nicht wisst, was für Reifen ihr euch holen sollt, kann ich euch natürlich von Kummo die Sommerreifen oder Allwetterreifen empfehlen. Für High Performance der neuesten Generation. Kummo haut natürlich zum zweiten Mal ein Gewinnspiel raus. Es gibt so tolle Sachen zu gewinnen bei Kummo. Drei Preise gibt es. Fangen wir mit dem dritten Preis an. Dritter Preis ist einfach Reifen. Komplettsatz von Kummo. Der zweite Preis ist Komplettsatz mit Felgen. Jetzt stellt mal vor, ihr habt so ein AMG. Und dann habt ihr 20 Zoll, 21 Zoll, dann kriegt ihr Kummo-Reifen plus Felgensatz. Wenn jetzt kommen wir zum Hauptgewinn, da könnt ihr ein Hyundai Kona E-Auto Abo für ein Jahr gewinnen. Und für die ersten 500, die einfach mitmachen, egal ob ihr gewinnt oder nicht, ihr kriegt auf jeden Fall dieses Päckchen nach Hause geschickt. Scheibenreiniger und Insektenreiniger von der Firma Sonax. Kriegt ihr auf jeden Fall. Also nur für die ersten 500 leider. Wie könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen? Ganz easy. Ihr müsst natürlich erstmal Kummo App runterladen. Das würde ich euch sowieso empfehlen. Es gibt Angebote, es gibt Gewinnspiele. Ihr könnt ihr auch Kummo auf Instagram folgen, weil da seid ihr auch auf dem neuesten Stand. Kummo App runtergeladen, jetzt teilnehmen und dann seht ihr schon ein Formular, das füllt ihr aus. Ihr müsst mindestens 16 Zoll Reifen gekauft haben und dann hochladen. Dann könnt ihr einfach mitmachen. Viel Glück, Kummo steht für Gönnen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. So, es geht weiter. Sieht nicht mehr so schön aus, die werden wir lackieren. Da ist natürlich der Spezialist, unser Edelrostgarage André. Der wird auch hier das Ganze hier lackieren. Da freue ich mich, wie er das macht, auch das hier. Plus Sternenhimmel. Wenn das hier fertig ist und wir sitzen hier später und gucken hier hoch mit einem Sternenhimmel, wird dieser AMG nochmal was Besonderes. Das wird hier neu. Das Teil habe ich auch da. Habe ich alles da. Das wird nochmal schwarz lackiert. Oh mein Gott, wir haben so viel zu tun. Freue ich mich schon. Ich freue mich auch. Ironie ist da. Die Vitara. Das ist der neue Stoff von denen. Und ihr seht schon die Besonderheit hier. Wir haben natürlich ein Windlederimitat. Das ist schwarz. Aber ihr seht, dass da Schaumstoff ist. Das ist nicht mehr so dünn. Was ist das für ein geiler Stoff, ne? Jo. Das ist auf jeden Fall ganz neu bei Individualize. Der ist ja dicker als das normale. Du weißt ja, wir machen den 24-Stunden-Projekt. Da haben wir ja auch von Individualize das genommen.
Aber dieses Indivitara, das ist schon was ganz Feines. Hattest du mir auch schon angekündigt, dass sie das quasi aufgepolstert haben, ne? Ich glaube 2 mm, 3 mm und aber auch wieder selbstkleben. Und was ich gerade eben schon gecheckt habe, war, ob es immer noch stretchy ist. Und das ist es immer noch. Geil. Eine geile Neuerung. Weil, guck mal, es verzeiht dir auch ein bisschen Fehler zu machen, ne? Ja, ja, klar, wenn der Untergrund nicht ganz perfekt ist, sag ich mal, das gleicht das natürlich ein bisschen aus. Ne? So wie wir letztes Mal, sag ich mal, diese ganzen Krümel da wirklich fein säuberlich runtergeholt haben. Ich sag mal, wenn da jetzt ein bisschen was kriegst, hast du immer noch drauf. Ja. Und der Dachhimmel hat auch eine eigene Struktur. Und das wird natürlich dadurch schön verdeckt, dass es im Allgemeinen gibt auch mal ein ganz anderes Feeling auch beim Anfassen nachher. Wie original quasi. Weil das, was wir herunterbürsten nachher, das ist ja quasi der alte Schaumstoff, der quasi auch auf dem Stoff damals drauf war, original, den wir aber abbürsten müssen, weil der sich zersetzt hat durch den Kleber über die Jahre. Wir? Das Orangen. Nein, nein, wir müssen das abbürsten. Oder? Ja, ja, genau, du. Du meinst. Ich mache einen Livestream und du wirst das abbürsten. Ach so. Boah, du bist gemein. Ja, wir haben deine Dings nicht mehr, deine Neffen nicht mehr hier diesmal. Ach so, ich kann ja auch noch rufen. Haben deine Neffen das gemacht. Ich kann ja auch noch rufen. Auf jeden Fall, ich freue mich schon, das Ding einzubauen. Ja, ich auch. Und 560 Löcher reinzumachen. Ja, ja, hör auf. Diese Griffe könnt ihr als Klimmzüge benutzen. Ohne Schrauben. Dachhimmel ist ab. Hier haben wir noch unser Schiebedach. Den werden wir ja auch noch machen. Ihr glaubt es nicht. Wir haben den Dachhimmel abgebaut. Ein paar Leuchtenstecker ab. Und dann dachten wir, okay, da hängt jetzt ein bisschen Kabelbaum runter. Aber nein. Achte mal, was für ein Kabelbaum hier drunter ist. Guck dir die ganzen Kabel an. Hätte mich nicht gewundert, wenn hier noch 2-3 Steuergeräte drin wären. Das sind nur Leuchten. Ich verstehe das nicht. So, egal. Dann haben wir gesagt, okay, komm. Stecker ab, das war's. Ja, Stecker haben wir abgemacht, aber wie? Wir mussten den kompletten Kasten auseinanderbauen. Die ganzen Kabel rausfischen, abtrennen und von Innenraum, von unten rausziehen. Das habe ich auch gemacht, ich habe auch gestoppt. So ist es. Keine Ahnung, wie das gehen soll, weil wir überhaupt keine Stabilität hier haben. Das ist krass. Ja, egal, wir machen das jetzt erstmal fertig. Guck mal, hier ist der auch schon kaputt. Oh, das ist doch sehr nice. Sehr nice. Da das ist eine Arbeit zum Vergessen. Komm, wir lachen. Egal, ich mach mal weiter. Wir sehen uns später. Das war natürlich richtig hartnäckig, das Zeug. Ich wollte das nicht rausholen. Das Geilste ist, hinter der Kamera Jem und ich sind einmal ganz kurz in den Baumarkt gefahren, weil wir Sprühkleber holen wollten. Und da haben wir das ja gesagt, dass wir nur diesen Stoff drauf lassen. Wir kommen zurück. Wir kommen zurück und was sehen wir? Die haben schon angefangen, das Ding rauszuholen. Und ich wusste ganz genau, dass das sehr lange dauern wird, das Ding hier rauszuholen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht, Jem? 2,5 Stunden. Ja. Ja, und wir sind immer noch dabei, wie ihr seht. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil wir ja einen dickeren Stoff haben. Zusätzlich dieses Schaumstoff drin. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Unebenheiten haben, wenn wir das gleich kleben, dann sieht man das nicht. Genau für sowas geeignet. Ja, und das werden wir gleich kleben. Da ist natürlich der Experte, unser Michel Nofax Given. Der macht das, weil er kann das echt sehr gut. Der hat es letztes noch gemacht. Ja, bin mal gespannt.
So, das ist die Innenausstattung, die wir lackiert haben. Wow. Richtig geil. Aber André, du hast nur einen Blickwinkel, ne? An den Seiten ist noch alles leer, alles voll. Nein, alles gut. Ja, also du musst noch ein paar Stellen lackieren. Ja. Aber sehr gut geworden. So, das ist ja hier Plastikdip. Das ist so extra dafür da, von Duplicolor. Richtig gut, das ist nicht wie normale Farbe. Und dann sieht das so aus. Das sieht schon geil aus. Was sagst du, Jen? Ja. Ja. A-Säule, B-Säule und C-Säule wird alles komplett schwarz. Plus natürlich unser Schiebedach. Der wird auch schwarz. Wie wird es denn aussehen? Ne, wenn die jetzt weiß. Er wird auch eigentlich geil aussehen, weiß. Aber die sind ja verbleicht, so gelbmäßig geworden. Warum sieht das nicht schön aus? Aber ganz in schwarz und dann plus Sternenhimmel sein. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Noch nie gemacht. Keine Ahnung, was uns gleich erwartet. Wir werden gleich die C-Säulen nochmal ausbauen. Und dann sind wir eigentlich ready und dann werden wir denen nur helfen. Nur dazu sagen. Ja, wir müssen helfen. Ja, ein bisschen helfen. Wir halten. Für die Kamera. Quote. Für die. Jonas, ich würde das lieber anders machen. Weißt du, einer arbeitet, fünf reden. Ach so, okay. Kennst du den einen, der immer die guten Tipps hat? Ja, ja, der nichts macht. Ich würde nicht in der Längsrichtung, ich würde eher Kreisen bewegen, wenn ich das eher abbürsten. Okay, mach ich so. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann fängt mir gleich noch ein Schauspiel an. Wer solche Freunde hat, braucht ihr keine Feinde. Ich werde Herr Tekau anrufen und sein Geld zurückgeben. Ich behalte das Auto. Nach der Aktion hier. So, das war's. So sieht das aus. Der ist fertig. Oh, wir haben eine Zeit. Aber ist doch nicht schlimm, hoffe ich. Keine Ahnung. Ich will von dir so eine Bestätigung haben. Ist es nicht schlecht? Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Gib mir doch mal ein bisschen Mut hier. Deswegen, okay. Und das ist ja wieso Plastik hier. Klebt das? Ach, Bombe. Mach so, dass der drauf ist. So. So, dass du den jetzt drauf hast, genau. So, dass du den drauf hast. Dann mach du einfach die Seite. Ach, guck doch mal hier. Oha. Oha. Ach, hier ist das Loch ja auch. Jen, das ist extra stark. So. Aber das geht echt gut. Ja, so ein bisschen Falten gezogen, aber die drückst du dann einfach nur raus, dann funktioniert das schon. Einfach nur geil. Ja, kommt jetzt dann die Dichtung noch später drum, ne? Das wird geil abschließen auf jeden Fall. Ja, siehst du, jeden siehst du es gar nicht. Richtig gemacht. Ah, wie sieht das da aus? Darf ich mal sehen, Jen? Von hier? Ja, sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Super. Geil, geil, geil. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir ungefähr noch 50 Sachen, was wir noch machen müssen. Aber ich muss aber sagen, du machst es aber auch gut. Dankeschön. Und beim letzten Mal hast du das ganz alleine gemacht, ja? André hat mir schon geholfen. Ach, André hat geholfen, okay. Oder bei ja. Dir beide, ne? Okay. So, jetzt haben wir schon den Kleber drauf. Man merkt, dass er es umsonst kriegt, den Kleber. Perfekt. Perfektionistin. Perfektionistin. Das ist Michael. Hier mit diesen Unebenheiten, wie die gleich bei dem Stoff sein werden. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese Sachen einfach nicht mehr sichtbar sind gleich. Oh, mein Herz, ey. Oh, das fühlt sich, aber... Oha. Guck mal runter. Alles gut? Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich will ja nichts sagen, aber das ist Qualität. Ich weiß ja nicht, mit wem du zusammenarbeitest. Das sieht echt geil an. Das fühlt sich, das fühlt sich wie original an. Also das heißt original an, so wie im Auto, du hast diesen Schaumstoff. Ja, genau. Ja. Das ist echt geil. Ja, die gibt so ein bisschen noch nach. Ja. Haptik ist gut. Aber ich habe es gesehen, wie es bearbeitet ist. Ehrlich, da brauchst du schon gar nicht mehr antworten, dann sieht man ja. Du hast da gerade ein Stück verklebt, du hast einfach rausgeholt, wieder drauf. Gott sei Dank hat er. Siehst du, Michael ist fasziniert. Aber ich bin auch, ich muss auch sagen, der Typ hat es drauf. Ne? Oh, super gemacht. Next one. So, jetzt ist die andere Seite. Weil jetzt, das
ziehen wir gleich auf Spannung raus. Okay. Jetzt kommt natürlich die schwierige Seite. Schiebedach ist immer schwieriger zu machen. Mal machen. Wann darf ich kleben? Willst du kleben? Ja. Ich vertraue dir zwar, aber ich fühle mich übel Sorgen, Alter. Ich vertraue dir aber. Ja, man muss echt aufpassen, dass man nicht zu viel Kleber gemacht. Also es fühlt sich schon ein bisschen nass an, habe ich das ja, Gefühl. Das geht. Jetzt weiß ich auch, warum du Handschuhe anziehen wolltest. Oh, boom, boom, boom. Ach, komm. Oh. Das ist irgendwie ausgeschnitten. Okay, was ist das? Jetzt geh hier in den Knick rein, ne? Ja, hast du schon. Sehr gut. Hab ich schon. Das ist schon. Also ich mache es echt zum ersten Mal. Jetzt erstmal gewusst, ich mich ja nicht gerufen. Habe ich das laut gesagt? Ja. Dass ich das zum ersten Mal jetzt ausprobiert habe und ich habe mich dran getraut. Du weißt, ich bin Noob, wenn es um Karosserie geht. Null. Guten Morgen! Morgen! Wir sehen alle fresh aus. Mich wollt ihr nicht sehen, weil ihr habt mich gefrühstückt oder so. Warum machst du das, Michel? Damit du gleich jede einzelne Punkt. Egal, meine Community ist schon abgehärtet. Jeden einzelnen Punkt ausbauen darfst, mein Junge. Also einfach durchbauen. Denk schon, ne? Hast du ja gesagt. Ja, genau. Ich habe das so in Videos gesehen. Werden wir also auch probieren. Achtet mal, was der André hier gemacht hat. Ihr wisst ja, wie die aussahen. Ne? Die sahen ja alle so aus. Nicht mal, das sieht sogar noch besser aus hier. Die sahen richtig vergelbt aus. Was hat der André hier gemacht? Wie hat er das gemacht? Auch hier. Achtet mal auf diese Details, was er gemacht hat. Der hat die Dinger komplett auseinandergebaut. Da ist nichts mehr. Da könnt ihr auch nichts abkratzen oder so. Auch die hier, der hat alles gemacht. Typ ist Wahnsinn. Innenraumspiegel. Wow. Einfach nur wow. Das sind die A-Säulen, die ich gemacht habe. Ups, das ist neu. Die konnten wir ja nicht abmachen. Die müssen wir leider im eingebauten Zustand machen. Verkleben. B-Säulen ist kein Problem. Von hier fühlt er sich noch schöner an. Und gleich gibt es Bohren. Fahrlöcher. Ja. Michel, nicht mehr als 500 bitte, ja? Eine sehr schöne Arbeit. Es ist mühsam. Aber, Leute, wenn ihr das hier seht, guckt euch das an. Ihr könnt stundenlang davor sitzen. Was ist das denn? Ich finde es so schön. Wir haben es echt versucht, dass später diese anderen Leuchten angehen. Achtet jetzt gehen die an. Und ihr könnt das alles anders gestalten. Ihr habt auch eine Fernbedienung. Ihr könnt es aber durch die App machen. Wir werden mal schauen, wie das im eingebauten Zustand aussieht, wenn wir hier drinnen sitzen. Ich habe jetzt oben alles so verlegt, so dass das Ding hier reinpasst. Ja, natürlich geht das wieder ab, wenn wir das bewegen, ist klar.
doch gleich noch die Verstärkung drauf, die da unten, die werde ich noch drauf machen. Und danach die Kabel werden wir verlegen. Ja, zum Glück haben wir natürlich sehr viel Platz. Also Autos, die nicht so viel Platz haben, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber machbar natürlich. Lichtleiter werden alle hierhin verlegt. Die Steuereinheit kommt da rein. Und jetzt bauen wir das Ganze ein. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wird hart. Eidosch! Wir sind ready. Die hinteren sind noch nicht gekommen. Ich brauche ja noch ein bisschen Stoff. Der liebe David schickt mir das Ganze. Dann brauche ich nochmal für die Beifahrerseite Sonnenblende. Das kommt auch noch. Aber ich wollte eigentlich das Video so gut wie beenden erstmal. Weil wir sind fertig. Das Ding ist eingebaut. Dachhimmel ist komplett drauf. Ich habe es zusammengebaut. Elektrik habe ich wieder angeschlossen. A-Säulen sehr schön. Diese B-Säulen. Wenn wir Licht anmachen, dass das Ganze brennt. Achtet mal, was passiert, wenn ich Standlicht anmache. Bam. Geil sieht das denn aus? Also ich bin überwältigt. Lichter funktionieren. Hier funktioniert LED natürlich umgerüstet, so wie es gehört hier. Davor, ne, also das ist ja ein super Vergleich. So sah das Ding aus. Das Ding ist ja richtig dreckig. Das ist edel. Ja, Stoff, geil zu verbauen. In der Vitara Form, also steinigt mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Individualeis ist natürlich am Gönnen. Hier, schöne Grüße an David. Hat einfach mal 10% rausgehauen. Auf alles, bis auf Gutschein und Lenkräder. Da gibt es leider die 10% nicht. Aber sonst könnt ihr alles 10% sparen. Einfach Kfz-Fuzzi ist groß geschrieben, unten alles verlinkt. Hallo, hallo. Wenn ihr Musik anhabt, ja, reagiert ihr auf Musik. Das finde ich so geil. Voll geil. Natürlich, geh mal das Grüßen. Das aber nochmal. Ihr könnt, wenn ihr ein Android-Radio habt, könnt ihr das Ganze natürlich darüber steuern. Ihr könnt es natürlich auch über App steuern. Buh, buh, buh. Es ist viel Arbeit, aber wenn ihr da fertig seid, boah, das entschädigt euch. Das glaubt ihr nicht. Schon, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich ein Like freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bleibt gesund. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann, haut rein. Ciao.